Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep. So, ich bin neu gestartet und das ist jetzt noch dieselbe Aufnahmesession wie die letzten beiden Folgen. Ich wollte jetzt 3 Folgen halt aufnehmen und ich weiß noch nicht, wie die Reaktionen von euch auf meinen Neustart sind oder sein werden. Aber wie gesagt, habe ich mich dafür entschieden. Falls es da Diskussionen gibt, ich weiß nicht, traue mir jetzt gar nicht zu sagen, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich möchte nur eins klarstellen, nur weil es gerade nicht gut läuft, sprich ich nichts zu fressen habe oder sowas, deshalb würde ich nicht neu starten, aber wenn ich nicht mehr, also es ist ja relativ wichtig im Spiel, dass man die Möglichkeit hat, ins Wasser zu gehen, um zu tauchen, eben um Gegenstände zu finden. Und wenn die Möglichkeit quasi auch nicht mehr gegeben ist, weil ich so übel blute und auch noch das sehr früh am Anfang des Spiels hatte, dann finde ich das schon. Ich hätte, also ich sag mal, ein Solo-Spiel hätte ich wahrscheinlich versucht weiterzumachen, aber im Let's Play immer auf der Stelle zu treten, ist auch blöd, finde ich. So, und da muss man einen Unterschied machen. Was ist das denn hier? Okay, der sah ja komisch aus. Sammeln wir erstmal die Steine hier ein. Und eine Kiste. Was haben wir denn da drin? Okay, eine von diesen großen Torches. Das ist schön. Dann haben wir zumindest nachts Licht. Das finde ich sehr gut. Und nicht irgendein Licht, sondern wir haben Flutlicht nachts. Okay, da kann ich noch was aufnehmen. Dann suchen wir mal eben kurz die Insel nach Steinen ab. Wie viel habe ich jetzt? 3. Okay, 4. Schade, hier hätte auch ein Wilson liegen können, ne? Willy. Das wäre, da müssen wir uns. Doppelwrack? Cool. Oder ist das eins mit 2 Masten? Das muss ja dann ein richtig großes Schiff sein. Das habe ich hier draußen aber eben schon Hai gehört. Okay. Moment. Wo würden wir denn hier was bauen wollen, wenn wir was bauen? Ich würde sagen, dann doch direkt hier oben drauf, ne? Das stört ein bisschen und das stört ein bisschen. Aber ich würde schon sagen, hier oben drauf. Jo, dann können wir ja hier auch mal die Steine droppen. 4. 2 davon. Moment, wo war der Stein? Da. Und? Das war aber nicht der Stein, das war ein anderer Stein. Da ist einer. Gut, dann nehmen wir den Sticky noch mit. Den da. Oh, was liegt denn noch so rum? Ein paar Krebse haben wir hier. Noch ein Stein. Haben jetzt schon wieder 4. Achso, das ist mein Rock Shard. Den können wir natürlich auch in die Hand nehmen. Oh, den Stick da noch. Ein Stick würde noch gehen. Liegt hier noch irgendwo ein unschuldiger Stick rum? Nö, ist auch egal. Können wir uns ja neue besorgen. So, mal mit 1, 2, 3, 4. Wir haben 8 Steine. Ich brauche nicht unbedingt eine Axt. Ich brauche auch noch nicht unbedingt. Ich brauche aber einen Hammer. Ups. Was habe ich denn da gemacht? So, okay, ich brauche einen Hammer. Definitiv. So, dann besorgen wir uns erstmal. Lashings. So, hier war doch noch eine zweite. Da. Sie. Ich habe hier 3 Kartoffelnpflanzen drauf. Das ist ja komfortabel. Es gibt größere Inseln als die hier, es gibt aber auch kleinere Inseln. Insofern will ich mich jetzt nicht beklagen.
nachts mal hier ein Schiffswrack gleich ist. Das könnte natürlich eine ganz coole Sache sein. Und ein Hai habe ich auch schon vor der Tür. Das ist jetzt etwas, was ich nicht brauche. Crude Hammer. Okay, die braucht nur einen Rock. Der braucht zwei Rocks. In erster Linie interessiert mich der Hammer, weil... okay, könnten uns jetzt wenigstens schon ein Campfire herstellen. Das ist schon mal nicht schlecht, dass wir das können. Also so ein besseres Campfire halt, ne? Das ist auch nicht ganz unwichtig. Und eigentlich muss ich sagen, wo ist meine Badeinsel? Ich würde unheimlich gerne mal eben in das Wrack gucken. Jetzt ziehen wir hier mal rüber. Da mal rückwärts. Okay, ich kann also auch in der Badeinsel laufen. Oh, da ist ja noch was. Und pass auf, dann gucken wir erstmal da rein. Dann droppen wir hier die beiden, droppen das Ding mal, droppen das Feuerzeug und so. Dann gehen wir erstmal dahin. Moment, nee, das war's nicht. Oder war's das? War's das was? Moment, mal gucken. Ich dachte, da wäre noch so ein kleineres Wrack gewesen. Nee, das ist das. Da habe ich mich vertan. Das ist, nee, da ist es. Ach nee, das ist auch nur ein Fass. Ah, in den Fässern liegt nie was. Okay, wollen wir mal gucken. So, mein erster Ausflug und da ist schon ein Hai. Das bleibt ja nicht aus. Die sind ja immer da, wo es interessant ist. Die Schweine, die. Aber da muss ich jetzt hin. Nee, ernsthaft, das sind zwei Schiffe. Tatsache, ich habe zwei Schiffe hier. Das ist ja Luxus. Okay. Dann jetzt hier mal schnell absuchen. Ein Hammer. Das ist schon mal super. Ein Hammer ist schon mal super. Okay, dann müssen wir hier die Tür mal schnell aufmachen und nochmal wieder nach oben. Noch höre ich keine Hai-Musik. Das ist auch gut. Habe ich mich verjagt? Ich dachte, da kommt keine Ahnung, was da rauskommt. Ein Propeller für unseren späteren Außenborder. Okay, so und erstmal wieder zurück an den Strand. Wow, Wahnsinnsfund. Das retten wir jetzt erstmal. Komme ich da nicht rauf? Oh doch, ist aber gar nicht so einfach. Wo ist denn mein Paddel? Okay, das fängt ja gut an. Mensch, mit zwei Wracks vor der Tür, überlegt mal. Zwei Wracks. Krass. Okay, das ziehe ich hier lieber mit drauf. Das ist mir so zu riskant. So, meine Sachen habe ich hier abgelegt. Da packen wir, ja, gleich eine zweite Fackel. Eine Machete ist sehr gut. Noch, ja. Gut, dann lassen wir das Messer mal hier. Wobei. Wir wissen ja jetzt schon, dass es nicht gut ist, die Machete zu benutzen. Also will ich das versuchen zu vermeiden. Aber ein Doppelwrack ist ja mal geil. Also das ist ja mal der Hammer, oder?
Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, sowas. Auch noch nicht mal gehört, dass es Inseln gibt, die zwei Wracks vor der Tür haben. Okay, das ist, glaube ich, wieder so ein harmloser Hai. Dann mal schnell hier rein. Hier war noch eine Toolbox. Noch ein Hammer. Und dann machen wir da mal ran. Oh, das ist gut. Ja, das ist dann immer derselbe, ne? Der aufgeht. Genau. Da bin ich schon mal drauf reingefallen. Jetzt muss ich auch hoch. Oh, habt ihr gesehen? Der macht aber schon schnellere Schwimmzüge. So, und nochmal durchschwimmen, weil ich nicht, weil ich sicher gehen will, dass ich hier nichts vergessen habe. Ja, nee, da ist nichts. Da geht's dann einfach nur raus. Okay. Gut. Dann mal schnell hier rauf. Okay. Und wenn wir können, nochmal eben schnell darüber. Ich hoffe, dass ich da in dem Wrack nichts über... Hm. Nee, jetzt kommt ein Hai. Dann gehen wir doch mal lieber wieder zurück. Ja, der haut ja auch schon gegen. Oh ja, der sitzt meine Insel schon richtig zu gerade. Das habe ich gemerkt. Da ist er. Wir können das mal versuchen mit der Machete. Haichen. Und gucken, ob du mich diesmal wieder rausziehst. Aber nicht jetzt. Aber ich besorge mir jetzt erstmal Wasser. Und zwar da, wo du nicht bist. Dann kannst du mich mal. So, mit diesem Eimer Wasser kann ich auch wirklich länger überleben hier. Das ist jetzt schon mal gesichert. Das ist gut. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich keine Dummheiten mache. Ne, wie sonst. Und dann läuft das auch alles. Hinhocken, droppen, passt. Okay. Das ist ja mal, das hat sich ja mal, boah, herrlich. Und ich kann da immer noch mehr looten. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Da liegen meine ganzen Sachen. Und irgendwo muss hier auch mal ein halber Stein liegen. Die Torch nehmen wir auf, den Rockshard nehmen wir auf. Ja, guck mal, hätte ich mir den Hammer gar nicht craften müssen. Hätte ich jetzt noch zwei Steine mehr gehabt für einen Speer. Ja, aber einen Speer kann ich mir jetzt gerade noch nicht herstellen. Naja, gut. Dann hauen wir erstmal die kaputt. Moment, ich habe doch eine Axt. Dann benutzen wir doch die einfach mal. Und lassen den Stein hier für den Notfall. Dann können wir doch auch gleich richtiges Werkzeug benutzen. Ne? Wenn nicht hier, wo dann? Eine Axt würde ich zum Beispiel nie mit auf die andere Insel nehmen. Dann machen wir das mal. Wenn das schneller geht. Boah, das sah nicht schlecht aus. Also die Metallaxt, die müsste ja eigentlich wirklich besser gehen. So, und dann fangen wir jetzt an, hier uns ein Haus zu bauen. Das kann zwar aus Platzgründen nicht so eine Riesenhütte werden, aber soll mir reichen. Aber erst ein Kämpfer, ja, ne? Das ist viel wichtiger als eine Hütte. Glaube ich. Ja, sieht aber noch ganz gut aus bei mir hier. Ja, und da muss ich aber eher auf eine andere Insel, weil Stein und so, ne? Das bleibt nicht aus. Ich würde mal vermuten, dass wir vielleicht in der nächsten Folge mal auf eine andere Insel gehen, um mal zu gucken. Oder erstmal schauen, wie viel ich hier bauen kann.
Das müssen wir erstmal schauen. So, gut. Das passt. Und dann nehmen wir noch diese große Palme. Ja, warum nicht? Die bringt ja richtig Material. Krass, ja, die bringt richtig Material. Ach, die ist jetzt aufs Wrack gefallen, ne? Wovon rutsche ich denn hier ab? Ach, von dem Stein. Okay. Das haben sie interessant gemacht. Gut. Ah, das lohnt sich ja. So, und wie gesagt, den Stein bräuchte ich auch nur, wenn ich mir einen Speer craften möchte. Was ich aber ganz gerne würde. Damit ich anfangen kann, Fische zu fangen. Weil die Sardinen, die würde ich jetzt dann roh essen. Die kann man auch roh essen. Ich glaube, man kann auch die Archerfische roh essen, die ich da gefunden hatte. Bevor ich jetzt neu angefangen bin. Okay, dann wollen wir doch mal hier alles zertrümmern. Machen wir das mal. Und dann habe ich ja schon einiges an Rohstoffen. Dafür, dass die Insel nicht die größte ist, hat jetzt ziemlich viele Sachen drauf. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut, muss ich sagen. So, okay. Nee, mehr Kokosnüsse habe ich jetzt hier gerade nicht. Wenn ich das richtig sehe. Doch, da ist noch eine. Hier wollte ich auch mal einen Krams bauen, ne? Gut, dann droppe ich die da mal. Und dann... Was denn? Ach, die Palmwedel hätte ich mal mittroppen sollen. Okay. Die Torch brauche ich doch gerade erstmal nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, läuft. 1, 2, 3, 4. 1. Irgendwie scheint mein PC mit der Physik-Engine da gerade nicht mehr so die größeren Probleme zu haben. Ich weiß gar nicht warum. Als wäre der schneller geworden. Oder nein, die haben das Spiel wahrscheinlich dahingehend ein bisschen optimiert. Ich wollte sagen, wo war denn hier Yucca? Du bist doch Yucca. Ihr seid doch nicht nachgewachsen. Dann kann ich mir auch, glaube ich, nichts... Doch, eine Foundation kann ich mir machen. 8 Sticks. Gut. Dafür liegt das hier aber dann doof rum, ne? Ach, da sind noch Lashanks. Und Steine. Okay, pass auf, die schieben wir mal etwas rüber. Die Steine kann ich ja mal eben aufnehmen. So. Moment.
gerade sagen, hier fehlt doch noch ein Stein. Ich habe doch 6 gehabt. Gibt's doch gar nicht. So was aber auch. Okay. Ja, ist ein bisschen Unordnung. Okay. Jetzt ist voll hier, ne? So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Dann nehme ich die Palmwedeln nochmal auf. 2, 3, 4. 5, 6. Das könnten 8 sein, oder? Jo. Okay. Also, weil die Grünpflanze wollte ich nicht in der Foundation haben. Das heißt, ich kann da nichts drüber stellen, über da, wo die Palme war. Wozu kann ich denn die Foundations... Oh, ist das schwierig. Warum kann ich den hier nirgendwo hinstellen? Achso, gut, hier liegen wieder Sachen im Weg, da liegen Sachen im Weg. Okay, ist es in Ordnung? Ich möchte aber keinen Rasen im Boden haben, in der Foundation haben, oder? Obwohl, ist nicht so schlimm, ne? Na, ist glaube ich nicht so schlimm. Dann stellen wir die mal so weit hin, wie es geht, ohne dass da was reinragt. Kommt die erste hier hin. Genau, das funzt. Läuft. Machen wir dann noch eine zweite dran, ne? Oder? Ja, auf jeden, ne? Oder erstmal eine Wand. Machen wir erstmal Foundations ran. Achso, ja, das snappt ja schön rein. Genau. Zack. Hätte ich ganz gerne meine... Ah, okay, jetzt wird's heller. Ich wollte gerade sagen, jetzt hätte ich ganz gerne meine Taschenlampe mal gehabt. So. Moment, ich habe doch hier noch mehr Holz gehabt. Ach nee. Nur fürs Campfire hier ein paar. Ah, okay, super. Also ich kann doch noch eine Foundation bauen. Ja, wie bauen wir das denn jetzt am besten? Ja, okay. Da geht keiner mehr hin. Da geht kein Weg mehr weiter. Jetzt hör auf zu rascheln. Du machst mir ganz raschelig hier. So. Ich würde sagen, das war ja nicht so die schlechteste Form, die wir da hatten, ne? Genau. Diesmal mache ich es aber etwas anders. Ach, guck mal, dann gucken wir in den Sonnenaufgang. Das ist schön. Ich werde doch wohl hier hochspringen können. Ja, meine ich doch. Passt. Super. Dann, würde ich mich jetzt für diese Folge verabschieden von euch, weil die ist auch schon wieder um und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Das sieht auf alle Fälle schon mal vielversprechend aus, muss ich sagen, und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge natürlich wieder mit dabei seid und ja, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat, und ich bin gespannt, was wir hier noch so alles machen können. Der schwimmt da schon wieder rum, der Hai. Unglaublich sowas. Unglaublich. Der lässt mich da auch nicht in Ruhe. Wir müssen das Schiff noch weiter looten. Das zweite linke. Da ist bestimmte tolle Sachen sind da bestimmt drin. Denke ich mir mal. Und kaum spreche ich es aus, wird das Wetter scheiße. Ich habe doch immer dieses Glück. Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, ob das Spiel merkt, dass ich aus Norddeutschland komme und deshalb immer so komisches Wetter, damit ich mich mehr zu Hause fühle. Könnte man meinen. Okay, bis dann. Tschüss.